Barbara und wir sind heute hier von The Dance We Made von Tim Kassen & Friends im Festspielhaus St. Pölten. Und in diesem wundervollen Foyer kreieren wir heute einen Tanz von den Gästen. Ich stelle euch die Tänzer vor. Ich bin die Anna. Und ich bin der Kirin. Und ich bin die Fanny. Let's make a dance! Weil es eigentlich etwas mit Kommunikation zu tun hat und mit Verbindung zu anderen. Oder ja. Zu allen. Und eigentlich zu allen. Oder? Ja. Würdest du das selbst schön finden, wenn ich die Liebe so wie ein wachsendes Organ darstellen würde, immer größer wird? Würde dir das gefallen? Oder? Ich kenne die Gegend schon sehr gut und sie kannte sie noch gar nicht. Und das war für mich so toll, dass ich ja viel von der Landschaft, von den Tälern, von den Bergen. Okay, das heißt, sie waren gemeinsam. Das wäre meine Geste für gemeinsam. Da ist die Margit, da ist der Wolfgang. Und er hat verschiedene Sachen gezeigt. Genau. Ja? Und ist sie vielleicht ein bisschen besser gegangen? Ja, dann habe ich noch Topfnacho gegessen. Ah, Topfnacho, ja! Ja! Und einen Topfnacho gegessen. Und dann ist es besser gegangen. Okay, also wir haben das Zug gefahren und das Zeitung lesen. Ich würde ein bisschen mehr die Leute schätzen, die schon so mit den Fingern schätzen. Oh, weil das, ja, genau. Ja, und dann das ganze Energie zu den Treppen. Das würde ich machen. Ja, genau. Weil du das dort auch schätzt. Wir haben nämlich sehr viele Pilze gefunden. Viermal. Und dann? Überdurchschnittlich. Okay. Große Freude. Große Freude. Dann eine Glocke. Fertig. Ja. Ist das für dich schön? Ja. Cool. Und ich habe heute mit der Sonja darüber gesprochen, wie sie auf ihrer langen Zugreise aus Salzburg ein Topfengulatscherl gegessen hat. Hallo, ich bin die Anna und ich habe mit dem Joni gesprochen, wie er gerne Zeit reisen könnte. Hallo, ich bin Barbara und ich habe mich mit Gertrud unterhalten. Und sie hätte mir erzählt, dass sie gerne unendlich viel Energie hätte. Und ich bin der Kirin und habe mich heute mit der Birgit unterhalten. Und wenn sie ein Theaterstück machen würde, würde sie das Stück über die Liebe machen. Ich habe mich auch mit Margit und Wolfgang unterhalten. Sie haben mir von ihrem Jubiläumsurlaub erzählt. Und ich habe mich auch mit der Gisia unterhalten. Und sie hat mir einfach nur erzählt, wie schön es ist, Freude an Bewegung und zu haben. Und ich habe mich auch mit der Dani unterhalten. Und sie hat mir erzählt, wie sie in eine Straßensperre hineingelaufen ist. Und ich habe auch mit Rundi und Anna darüber gesprochen, wie sie das Gemüse ganz fein schneiden.